Anna, worauf muss ich denn da achten? Abschiffungen sind oft gerötet, haben Dreck drin und bluten auch manchmal ein bisschen. Wichtig ist, dass du die Wunde reinigst, am besten mit fließendem Wasser. Und wenn kein Wasser dabei ist, kannst du auch den Wundspray verwenden. Und wir zeigen es gleich mal vor. Also wirklich gut reinigen, die ganze Wunde. Danach ist es wichtig, die Wunde abzudecken. Mit einem Pflaster oder, wenn die Wunde größer ist, mit einer Wundauflage. Ich nehme jetzt hier ein Pflaster und dann das Pflaster direkt auf die Wunde kleben und gut festdrücken. Wichtig ist, dass du auch schaust, ob du Tetanus geimpft bist. Wenn nicht, geh bitte zum Arzt. Eine Abschürfung kannst du also ganz leicht selbst versorgen.